Der SV Werder Bremen darf zum zweiten Mal diese Woche ein Heimspiel austragen. Diesmal zu Gast die Ulmer. Einer der russischen Youngstars von Ulm, Wladimir Sidorenko, konnte an den letzten zwei Spieltagen am meisten überzeugen und ist deswegen verdient wieder im Kader. Für die Bremer auf der anderen Seite an der 1 wie immer Matthias Walk. Satz 1 geht an den über 10 Jahre älteren Matthias Walk. Satz 2 dann in der Verlängerung zum 1-1 Ausgleich. Satz 3 dann auf einmal eine ganz klare Angelegenheit für den Schweden. Und spätestens ab Satz 4 fängt für die Bremer Heimfans eine ganz dolle Achterbahn der Gefühle an. Es dauert bis zum 17:15, bis sich Sidorenko irgendwie in Satz 5 retten kann. Und obwohl Sidorenko hier schon zwei Matchbälle hat, werden die beide nochmal abgewehrt. Der 111. Ball bringt dann die Entscheidung, Sidorenko zum 1-0 für Ulm. Ab jetzt warten auf Ulmer Seite aber nur noch Topstars im zweiten Spiel Agire gegen Ovtcharov. Die klassische Ovtcharov-Rückhand und eine tolle Körperbeherrschung sorgen dann im ersten Satz auch recht schnell für klares Ergebnis. Im zweiten Satz Dima Ovtcharov nicht zu stoppen zum 2-0. In Satz 3 schafft es der Bremer Agire dann zwar Ovtcharov nochmal ordentlich zu fordern, reicht am Ende aber nicht. 3-0. Yeah! Kirill Gerasimenko spielt aktuell eine super Saison, konnte nur vom Europameister geschlagen werden. Jetzt allerdings muss er gegen den Besten aus der Bundesliga mit 5-0 Truls Moregard ran. Und auch Kirill Gerasimenko kann die Siegesserie nicht stoppen. Neu-Ulm zieht hier mit einem klaren 3-0 durch. Eine Runde weiter im Pokal.